Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zur 18. Folge der Serie auf Brille zum Titel. Ja, meine lieben Freunde, erstmal frohe Weihnachten an alle da draußen, die Weihnachten feiern. Heute ist der 24. Dezember und ich kann euch nur eins ans Herz legen und zwar verbringt diesen Tag bzw. die nächsten Tage alle mit eurer Familie. Denn Weihnachten ist einfach das Fest der Liebe. Man sollte so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen, besonders an Weihnachten, auch sonst generell natürlich, weil es kann irgendwann mal der Tag kommen, da bam, sind deine Eltern oder dein Vater, deine Mutter, Oma, Opa nicht mehr da und dann steht ihr da und denkt euch, ey, warum habe ich nichts mit denen gemacht? Deshalb versucht vor allem an Weihnachten so viel Zeit wie möglich mit denen zu verbringen, Freunde. Und ja, wie ihr schon vielleicht rechts gesehen habt, El Rillert hat auch eine kleine Weihnachtsmütze an. Ich habe ihm einen coolen Anzug verpasst und gleich für den Einzug. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir mal ein chilliges Weihnachtsspecial und zwar, es wird heute leider kein 1-Stunden-Let's Play kommen, weil das wird einfach zu knapp werden jetzt zu Weihnachten und sowas, deshalb schaffe ich das nicht. Aber das wird auf jeden Fall so im Neujahr kommen, Anfang Neujahr, denke ich, wird dann ein schönes 1-Stunden-Special kommen. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Aber heute wird es immerhin statt 2 wird es 3 Kämpfe geben. Und wir werden jetzt hier nämlich den NXT-Kampf machen, den WWE Superstars-Kampf und den NXT Arrival-Kampf. Also die komplette Woche werden wir durchkämpfen. Und unser erster Gegner ist erstmal der Speedy Gonzales. Ja, Alter, wer ist das denn? Das ist der Simon Gotch, gegen den wir antreten. Und ja, jetzt fragt ihr sicherlich, was ich meinen Eltern zu Weihnachten schenke. Weil heute ist der 24. Und ich kann es euch eigentlich nicht sagen, aber jetzt werden meine Eltern das Video sowieso nicht sehen. Und ich habe das erste Geschenk schon in meiner Hand. Und das kommt wirklich von ganzem Herzen, Alter. Also, ja, das ist ein Geschenk, worüber sich eigentlich jeder Eltern freuen würde. Und zwar, guckt euch das mal an. Ich habe ein Fotoalbum anfertigen lassen von unserem ersten Urlaub. Und da sind alle Fotos drin. Alle in Top-Qualität. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr hier was sehen könnt. Aber ich habe das halt in der besten Qualität gemacht, die es einfach nur möglich ist. Guck mal hier, der Rillepeter, guck ich das mal an. Und ja, seht ihr wahrscheinlich, da war ein Haufen Arbeit drin, ey, da stand ich so lange. Guckt euch das mal an, ja. Mein Vater, Alter, die Glatze. ja, das war nicht halt, das ist halt ein Geschenk, was vom Herzen kommt. Und darüber werden die sich einfach auch nochmal freuen, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet haben. Was könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, damit werden die nicht rechnen. Die kennen die Fotos nicht und dann direkt in Top-Qualität in einem Fotoalbum, was man sich immer wieder anschauen kann. Das ist auf jeden Fall ein Top-Geschenk, finde ich. Und das zweite Geschenk, das ist jetzt nicht so eins, was wie so ein Fotoalbum vom Herzen kommt. Das ist nämlich, ja, ein 4K 65 Zoll Fernseher. Und der hat einiges gekostet, also über 3000 Euro. Und ja, ihr wisst ja, immer, wie soll ich das sagen, die Familie, die muss einfach mitgezogen werden. Vor allem, wenn ihr Erfolg habt, wenn ihr etwas mehr Geld verdient, dann muss man der Familie auf jeden Fall den größten Teil davon zurückgeben. Weil die Familie, deine Mutter hat dich im Bauch 9 Monate gehabt, danach deine Eltern haben dich großgezogen. Und ich finde, jetzt ist es endlich mal so weit und ich kann es mir auch leisten, meinen Eltern so einen schönen Fernseher zu holen. Vor allem, die haben momentan einen 45 Zoll Fernseher, der ist 20 Zoll größer, das heißt 40 Zentimeter einfach mehr Diagonale. Und ja, ich denke, das wird einfach ein krasses Geschenk für die. Erstmal werde ich ihnen das Fotoalbum geben und danach werde ich denen den Fernseher geben, Alter. Der Fernseher ist momentan noch bei Stefan gelagert. Ich muss den erstmal abholen und gucken, wie ich das mache. Aber ja, Freunde, ich hoffe, ihr merkt jetzt immer mehr, was ich für ein Mensch bin. Und ich will auf keinen Fall für niemanden da draußen irgendwie rüberkommen als arroganter YouTuber, der nur an sich selbst denkt und sonst irgendwas. Nein, ich denke auch an andere, vor allem an meine Familie. Und ich denke, damit habe ich jetzt ein schönes Geschenk gemacht dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich irgendwie ja kaum was geschenkt, aber da kam es mir in den Kopf, weil ich habe einfach zu spät reagiert. Aber diesmal habe ich mich frühzeitig hingesetzt, alles fertig gemacht und jetzt ist auch alles rechtzeitig fertig geworden. Alter, das müsste ich mir auch mal für die Videos vornehmen, dann würden die auch mal rechtzeitig kommen. Und ja, Freunde, würde ich sagen, machen wir jetzt auch direkt unseren ersten Kampf und seid mal gespannt auf den Einzug gleich. Das wird richtig lustig. Freunde, Alter, das müsst ihr euch jetzt reinziehen, wie El Rille reinkommt. Ihr werdet es nicht glauben, Alter. Passend zu Weihnachten und da kommt auch schon direkt El Rille. Bester Mann, Alter. Guckt euch das mal an, ey. Im Santa-Outfit. Ich komm nicht weg, klar, Alter. Guckt euch das an. Was ein Baba, Alter. Hinten noch schön das R drauf für Rille. Und dann kommt er in den Ring, Alter, Junge. Bester Weihnachtsmann, oder, Freunde? Ey, die Folge heute, die knacken oder knapp an die 15.000 Likes, Alter. Alles klar, jetzt geht's auch schon direkt los mit unserem ersten Kampf. So, Freunde, El Rille mit der Weihnachtsmütze hier gegen den
So, komm, Alter, jetzt geht's los. Bam, scheiße, fuck, komm her, zack, in die Fresse. Ach ja, ich habe heute mal andere Moves ausgewählt, das habe ich voll vergessen zu erwähnen. Und zwar, ich habe jetzt nämlich die Moves von Stone Cold reingepackt, Steve Austin. Ihr wolltet die ja alle von Kalisto sehen, aber, da muss ich ganz ehrlich sagen, von Kalisto kann ich mir noch nicht leisten. Ich habe 8500 Punkte und das kostet 10.000, also werden wir das erst so in der nächsten Folge oder gleich beim dritten Kampf machen können. Seid einfach mal gespannt. Aber heute wird es auf jeden Fall drei schöne Kämpfe geben. Und ich denke mal, dieser Goshi, oder wie heißt der, Gotch, genau, der wird jetzt nicht so... Einfach so ein Spaß, die Alter, macht der Liegestütze mit einer Hand auf uns drauf. Was ein Pisser, Alter, ohne Spaß, ey. Ja, wir haben jetzt gerade den 24. und es ist jetzt, glaube ich, 3 Uhr in der Nacht oder so. Ich produziere das Video schon mal vor, damit ich den Abend komplett mit meiner Familie genießen kann und nicht irgendwie hier Videos machen muss oder so. Das wäre ziemlich blöd. Alter, was geht mit dem? Ich habe gedacht, der wird ziemlich einfach sein zu besiegen, aber scheint irgendwie nicht so. Egal, wir müssen ja auf... Oha, der will uns zum Aufgeben zwingen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oha. Alter, ey. El Rillemann. Boah, das kann ich überhaupt nicht mit diesem Beschleunigen und so einem Kack da, Alter. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Kampf hier, okay? So. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, die Moves von Kalisto und so noch hier reinzupacken. Da brauchte ich gar keine Sorgen zu machen. Vor allem noch in dieser Folge versuche ich das einfach so. Jetzt kontern wir erstmal schön. Zack, hier schön mit der Weihnachtsmütze. Ich wollte erstmal mit diesem Anzug kämpfen, aber das kann man, glaube ich, nur wählen, wenn man in den Ring reingeht. Weil du kannst ja nicht mit so einem Anzug da kämpfen. Das wäre auch ein bisschen komisch. Und dann müsste ich beim nächsten Mal wirklich alles von neu machen. Die Hose und so. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so toll. Aber ja, ich gucke einfach mal gleich nach dem Kampf, ob das gehen sollte mit den Moves. Aber das glaube ich nicht. Da müsste ich die Hose nochmal neu machen und so. Das wäre, glaube ich, auch nicht so toll. Es reicht ja, wenn das beim Einzug so ist. Also... Das passt schon so. So, komm, die machen wir jetzt platt, Alter. Ey, letzte Woche, ne, haben sich an die Kommentare beschwert. Ey, du kannst ja nicht mal den Finisher von Batista machen. Freunde, ich hab's euch doch gezeigt. Ich hab Pause gedrückt. Da war nur ein Finisher in der Auswahl. Da war nur ein einziger Finisher. Und das war dieser eine, den zum Aufgeben zu zwingen. Deshalb konnte ich ja leider keine Batista-Bombe machen. Da das Simon Gotch da soll mal aufstehen. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen. Rasten wir erstmal ein bisschen aus hier. Komm. Bam, Junge. Zack, Alter, Junge. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr so für Geschenke bekommen habt. Würde mich auch mal gerne interessieren. Bestimmt der ein oder andere hat sich hier, denke ich, auch mal so ein Auf-Rille-Hoodie gewünscht oder sonst irgendwas. Das habe ich schon von ein paar Leuten in den Kommentaren gelesen. Ja, ich habe mir zu Weihnachten ein Auf-Rille-Hoodie gewünscht. Ich hoffe, dass ich den kriege und so. Und ja, ansonsten vielleicht eine PlayStation 4 oder Xbox One. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch, wie gesagt, schöne Tage und auch einen guten Rutsch schon mal. Oha, scheiße. Einen guten Rutsch. Silvester ist ja auch schon bald in einer Woche. Ja klar, Alter, du machst mich sofort platt. Ey, komm, wir müssen mal platt machen. Der ist nicht so schwer. Seid mal ehrlich, Freunde. Der ist überhaupt nicht schwer. Wir müssen uns nur ein bisschen jetzt konzentrieren. Warte. Ah, scheiße. Oh, wir können nicht kontern. Deshalb müssen wir schnell Attacken machen, weil wir nicht kontern können. Komm, greif ihn an. Oh nein, er kontert, Alter. Gar nicht gut. Tritt drauf. Scheiße, Alter. Ah, okay. Man merkt schon, der ist ein bisschen einfacher als die anderen Gegner, aber jetzt auch nicht so viel einfacher. Scheiße, Alter, wir können jetzt nicht kontern oder so, wir sind benebelt. Aber wir haben jetzt immerhin gleich schon mal unseren Signature. Alter, was macht der denn da Kettenwrestling mit uns? Hallo? Hö? Ich find, wo war das denn mit dem Ding da raus zu entkommen? Da ist es doch. Ja, okay. El Rill hat komischerweise immer noch nur 68 Punkte, Alter. Da haben mich auch schon viele in die Kommentare gefragt. Ey, bist du so dumm, den aufzuleveln oder was? Ja, Freunde, das geht einfach nicht. Ich habe extra nachgeschaut. Man kann den nicht mehr so schnell aufleveln. Das finde ich aber auch gut so, weil das braucht dann wenigstens eine gewisse Zeit hier. Ach du Scheiße, der macht kein Signature. Was ist denn ein Signature von Steve Austin, Alter? Warte mal, Signatures im Lauf, okay? Am Boden seitlich, okay. Alles klar, entweder im Lauf oder Boden seitlich. Würde ich sagen, gehen wir dem erstmal jetzt einen im Lauf, oder? Oha, was ist das denn, Alter? Ey, der nimmt uns ja gerade voll auseinander. Egal, das ist der erste Kampf, wir müssen erstmal ein bisschen reinkommen. Alter, ey, das mit der letzten Folge, wisst ihr noch, wie krass ich das gekontert habe hier. Jedes Mal, wenn einer mich gepinfolt hat, nicht gekontert. Kontern bin ich jetzt noch nicht so gut, muss ich ja wirklich sagen. Aber beim Pinfallen haben die meisten keine Chance irgendwie. Direkt beim ersten Mal. Komm, jetzt packe ich mir den rein. Guck mal jetzt, zack. Boah, oh, scheiße, Alter. Oh, wir haben schon einen Finisher. Wie geht denn der Finisher? Gucken wir uns mal nach. Moment. Special Move, Stone Cold Stunner. Alles klar. So, komm jetzt, Alter. Wir können jetzt geladenen Finisher machen. Hier draußen oder drin. Ich würde sagen, oha. Was ist das denn auf einmal für ein Countdown? Hallo, warte mal. Ach so. Höhe komisch, Alter. Habe ich gerade irgendwie aus Versehen aktiviert, oder was? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Countdown. Das ist schon mal viel besser. Dann können wir auch immer sehen, wie lange wir draußen bleiben können, wie lange nicht. Dann wir schmeißen den Pisser erstmal rein. Kriegt erstmal schön... Boah, Junge, wird jetzt so auseinander. Vielleicht reicht da jetzt schon ein Finisher, Alter. Ich weiß es nicht. Das ist zwar auf legendär, aber... Ja, vielleicht reicht es. Ich weiß es nicht. Wir kommen erstmal schön Finisher. Ja, boah, Junge, was ein krasser Finisher, Alter. Einfach nur gebumst, ey. So, mal versuch, ich versuch's einfach mal. Komm. Vielleicht packen wir es, Alter. Komm. 1, 2,
Na, hab ich mir schon gedacht, Alter. Auf Legendär geht das niemals so einfach. Nach einem Finisher. Man braucht mindestens zwei oder ein Signature noch. Immerhin haben wir schon drei Sterne. Boah, Junge, Alter. Stone Cold hat eigentlich... Boah, der blutet schon, Alter. Ach du Scheiße. Stone Cold hat eigentlich richtig geile Moves, finde ich. Aber natürlich werde ich auch die von Kalisto gleich mal nehmen. Und nachdem wir die alle durchgegangen sind, die ihr wollt, wir können auch mal The Rock nehmen und so. Guck mal, ich habe das nämlich so vorgehabt. Ein paar wissen das noch gar nicht. Ich wollte mal erstmal so von den ganzen anderen... Boah, Junge, was macht der da für Moves? Guck mal, ich mache gar nichts. Der macht's von alleine. Alter, geht der richtig ab hier. Ich wollte so machen, dass ich erstmal von ein paar Wrestlern, die ihr sehen wollt, zum Beispiel von The Rock, von Kalisto, von, was weiß ich wen, von John Cena oder von sonst, keine Ahnung wem, erstmal von denen die Moves mache, pro Folge, immer abwechselnd. Nachdem wir so alle durchgegangen sind, werden wir dann unsere eigenen Moves machen. Dann werde ich mich mal 3-4 Stunden hinsetzen und das alles schön machen und dann halt die Moves auswählen, die ihr dann auch sehen wollt, die dann auch aber für immer bleiben. Weil dann kann ich nicht mehr einfach ändern, das wird dann keinen Sinn machen. Weil wenn ich dann da 3 Stunden ransitze und dann wieder ein Move-Set von jemand anderem nehme, wird das einfach keinen Sinn machen. Deshalb werden wir erstmal so machen, dass ich die ganzen Wrestler durchgehen werde. Und dann, nachdem ich alle durchgegangen bin, werde ich dann einfach mal... Ja, das ist eine gute Idee. Wir können von oben nach unten die Liste abarbeiten, egal wer da kommt. Ob Page, ob da ein Vibe kommt oder Kerle. Das wäre doch eigentlich ganz lustig, oder was sagt ihr, Freunde? Also dieser Kampf, den gewinnen wir locker. Guck mal, jetzt können wir Signature machen von der Seite. Ja, Mann, ich glaube, Signature wird schon reichen. Guck mal jetzt hier, zack. Das ist sein Ende, Mann. Boah, bam, Junge. Das ist dein Ende, Alter. Das ist sein Ende. Guck mal, der ist komplett am Arsch. Das muss sein Ende sein, Alter. Auch wenn es legendär ist. 1, 2, 3, Alter. Gewinner, Alter. Damit haben wir unseren ersten Kampf gewonnen, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich beim zweiten wieder. WWE Superstars. Oh. Please join me in welcoming my guest tonight. Ja, was willst du? Oh Gott, oh Gott. Let's talk about Finn Balor. Schon wieder Finn Balor. Is there something you want to tell him tonight? Boah, heute Abend geht's ran gegen Finn Balor. Den kann man doch gar nicht ernst nehmen, den Rille mit Maske, Alter. Mit Mütze. Scheiße. Ach du Scheiße, das Match bedeutet mir alles. Ich bin gerade der Beste. Das Match bedeutet, das hat man doch schon letzte Folge beantwortet. Warum jetzt nochmal? Yeah. He better be ready for a war. This match, it's everything to me. I'm not just some punk kid or flash in the pan. I am a legitimate WWE superstar. I am the future of this business, and I am going to prove it to him. I will get that win for myself and the WWE universe that is behind me. Ja, Mann. Gut gesagt, ey. Perfekt. Back to you. Thanks for the time. Back to you. Alter, Maul. So, also heute geht's ran gegen Finn Balor, Freunde. Seid gespannt, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Was geht denn hier wieder ab, Mann? Ohne Einzug schon wieder in die Kippe. Junge, diese Rivalität, Alter. Hier geht's wirklich um alles, Alter. Ohne Einlauf, Mann. Ich wollte El Rille wieder schön im Weihnachtsmann-Kostüm sehen, aber will anscheinend nichts. Wir müssen jetzt direkt konzentrieren, Freunde. Wir müssen alles geben gegen Finn Balor. Zack, kriegt erstmal einen Tritt. Boah, guck mal, sein ganzer Körper ist schon gelb. Seht ihr das unten links? Was ist das denn, Alter? Ich glaube, das ist so, weil wir mitten in den Kampf reingekommen sind. Komm her, Alter, komm her. Zack. Was macht er denn jetzt mit dem? Alter, was macht er denn da? Der nimmt den gerade von hinten, Alter. Das sieht aus, ob der sein... Eieiei. Nee, der Schiri ist gar nicht am Zählen, oder? Zählt der? Würde mich mal gerne interessieren. Ah doch, der zählt, okay. Alles klar. Dann müssen wir jetzt hier... Ey, ich will mal wieder einen Kampf haben, wo alle Regeln... Wie heißt das? Wo es keine Regeln gibt, Alter. Da würde ich mir einfach erstmal schön ein paar Dinge schnappen, Alter, und den dann kaputt schlagen. Ach du Scheiße, jetzt kommt er gerade. Ey, hier. Zack, jetzt schmeißen wir den erstmal in die Ecke. Jetzt kriegt er den hier. Oh, halt, schmeißt er uns nochmal in die Ecke. Und jetzt. Oh nein, Alter, der schlägt unnormal schnell. Der ist nicht zu vergleichen mit dem Gegner von gerade, Alter, mit diesem Gotchi Mochi, Alter. Keine Chance. Eieiei, egal, wir kriegen das hin, Freunde, wir kriegen das hin. Wir müssen uns einfach nur konzentrieren. Okay, komm, steh auf, komm, geh oben drauf. Geh doch oben drauf, hä? Komm, schnapp ihn dir. Ja, so wollte ich das. Ich wollte ihn packen. Da hauen wir erstmal schön auf die Fresse. Bam, Junge. So muss es sein. Komm, Stone Cold, Alter. Hau mal deine Moves jetzt hier raus. Ich fand den Finisher von dem richtig geil, Alter. Der sah nicht schlecht aus. Komm, jetzt pack ihn die L-Rille. Ich glaube, da wird auch viel mehr kontern. Ja, boah, zack. Schmeiß mir ihn erstmal um. Perfekt. Alter Schwede, ey. Ja, also ich könnte mir, wie gesagt, mal in die Kommentare reinschreiben, wo ihr Weihnachten verbringt und so. Und wie gesagt, Alter, nehmt das auf jeden Fall zu Herzen, dass ihr viel Zeit mit eurer Familie verbringt. Und ja, das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Auf jeden Fall, ja. So, jetzt wirklich Konzentration auf den Kampf, Mann. Ich will mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, Freunde. Einfach nur auf den Kampf, okay? Wir machen das so. Wir hauen genau jetzt die Epic Music an und konzentrieren uns auf diesen Kampf. Okay, komm. Los geht's. Macht er wieder mal die Scheiße mit seinem Kopf, Alter. Das hatten wir doch schon bei Dings gehabt, ey. Bei den Moves von, wie heißt der nochmal? Oh, hab ich seinen Namen vergessen, ey. Roman Reigns, glaube ich, war das. Von ihm war das. Ja, komm, heb ihn auf.
Gib ihm mal ein paar Moves, Alter. Komm, wir sind schon mal 81% von Baylor. Oh, jetzt kommt er, ja. Eieieiei. Wisst ihr noch in der letzten Folge, das war so geil, wie wir da einfach alles gekontert haben, ey. Fast jedes Mal wirklich alles gekontert. Komm. Eieiei, der nimmt uns ja wirklich auseinander, Mann. Oh, jetzt sind wir schon pinfall. Das ist dein Ernst. Nee, nicht mit uns, Freunde. Ihr wisst ja, Ernie kommt immer sofort raus. Ey. Mann, Alter, mit dem Kontern, ey. Bei dem ist das ganz anders als mit dem anderen. Weil bei dem muss man viel schneller drücken. Ohne Spaß. Ich muss viel schneller drücken. Guck mal, zu spät war das jetzt. Man braucht so eine krasse Reaktion sein. Es war auch schon etwas spät, Freunde, aber trotzdem, wir müssen uns hoch konzentrieren. Wir haben jetzt ungefähr gleich das Leben, aber wir haben jetzt gleich unseren Signature, Alter. Das zählt schon mal. Zack, schön gekontert, Alter. Sauber. Jetzt haben wir Signature. Wir können sehen, Finn Balor hat 4 Striche, wir haben nur 3. Komm, seitlich war auch der Signature. Genauso. Jetzt kommt der schöne Signature hier. Von Steve Austin Stone Cold, Alter. Bam. Und jetzt geladener Finisher, Digga. Hau raus. Komm. Jetzt will ich was sehen hier von der Rille. Komm schon. Bitte, er darf nicht kontern. Ja, Mann, er kontert nicht, Alter. Sauber. Sehr schöne Attacke. Sein Kopf ist rot, Freunde. Den werden wir auf jeden Fall zum Bluten bringen. Oh, fuck, er kontert. Gar nicht gut. Er hat sogar Comeback. Oh. Scheiße, Mann. Ey, diesen Kampf dürfen wir eigentlich nicht verlieren, ey. Vor allem, wir dürfen nicht bei der PVV verlieren, die jetzt am Sonntag ist. Also der nächste Kampf jetzt hier, der gleich kommen wird noch. Da dürfen wir auf keinen Fall verlieren, Mann. Komm. Ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir ja richtig die Dinger treffen. B. Okay, haben wir. Und trotzdem bringt das einfach nichts. Ich verstehe nicht, warum machen die das, wenn das nichts bringt? Oh Gott, er hat auch schon Signature. Ja, das kann ja hier was werden, ne? Ja, Mann, gekontert, Alter. Perfekt. Schön in der Ecke haben wir den jetzt. Und jetzt, guck mal, wir den schön da reinschmeißen nochmal. Bam, Junge, so muss es sein. Schön. Zack, tritt auf ihn drauf. Komm, Alter, boah, bis wir wieder ein Signature. Boah, das war eine geile Attacke. Bis wir wieder einen Signature haben. Ich glaube, das kann echt was dauern. Egal, solange machen wir den ein bisschen K.O. Der hat ja auch schon kaum noch Leben. Seht ihr das, Freunde? Der hat kaum noch Leben. Oh ne, aber er kontert, Alter. Guck mal, wie gut der im Kontern ist und wie gerade dieser Gotchi am Kontern war. Egal, wir kriegen das hin, Freunde. Glaubt mir, wir kriegen das hin. Guck mal, jetzt gibt es erstmal eine geile Attacke hier von der Rille. Erstmal schön. Zack. Boah, Junge. Voll auf die Fresse. Perfekt. Ich glaube, der Rille will den wirklich zum Bluten bringen. Boah, Junge, Alter. Der knockt den da richtig aus, Mann. So muss es sein. Schon bei 60%. Alter, hat der gar keine Chance mehr, ey. Komm her, Alter. Zack, schnapp ihn dir. Schön. Signature. Ach, für Signature. Suplex. Aber das war ein anderer Suplex, irgendwie anders. Komm mal, ich muss mich jetzt konzentrieren, Mann, ey. Ich will jetzt nicht viel reden, Freunde, ihr wisst ja, es geht hier wirklich um vieles. Aber ich denke mal, der PVV-Kampf wird viel, viel spannender und wirksamer, entscheidungsvoller sein. Vielleicht geht es ja auch sogar schon um den Titel, man weiß es nicht. 85%, ich glaube, der reicht noch ein Signature und Finish, und dann ist er weg. Komm, Alter, schöner Move. Bisschen disrespecten, Alter, und jetzt kriegt er den hier. Komm, schnapp ihn dir, bam, wieder in die Fresse. Der wird gleich bluten, Freunde, ich sag's euch, der wird gleich bluten. Jetzt machen wir mal den anderen Signature, nämlich den im Lauf. Wir haben den jetzt nämlich gleich. Zack, jetzt haben wir den sogar schon. Warte, guck mal jetzt. Komm her, Signature! Bam, Junge, da ist der Signature, Alter. Der muss doch jetzt mal... Boah, da blutet der. Wie versprochen. Und jetzt noch der geladene Finisher, Alter. Ey, Freunde, ohne Spaß, ich schwöre es euch. Ich habe die Schwierigkeit nicht runtergestellt. Aber trotzdem, gerade klappt es irgendwie. Es klappt einfach alles perfekt, Mann. Das ist, glaube ich, unser Weihnachtsbonus. Der Weihnachtsbonus, komm schon, der Weihnachtsbonus. Vielleicht klappt's. 1, 2, 3, Alter. Ey, das ist doch unfassbar, ohne Witz. Wie konnten wir so schnell gewinnen, ey? Das ist ja krass, Alter. Der hat kaum was gemacht. Aber ich glaube mal, jetzt bei der PVV wird das ein ganz anderes Niveau werden, Alter. Glaub mir, Freunde, da wird das was ganz anderes werden, ey. Jetzt hat er vielleicht extra gemacht, dass er so denkt. Er will uns denken lassen. Kannst du die Gedanken, die wir jetzt genommen haben, die wir jetzt denken, denkst du das? Kennt ihr die Folge von SpongeBob? Nein, ich will sagen, vielleicht will er ja, dass wir denken, dass er schlechter geworden ist, aber gleich bei der PVV will er uns bumsen. Das wissen wir nicht. Deshalb sehen wir uns gleich beim PVV-Kampf wieder, Freunde. Bis gleich. Welcome back to the show. Das ist heute Abend mein Gast. Boah, jetzt geht mir auf den Sack. You were voted as a top 10 favorite superstar by the WWE Universe. So einer der 10 beliebtesten Superstars gewählt. Und das, obwohl wir nicht mal bei SmackDown oder Raw sind, sogar in der NXT, das WWE-Universum ist alles, mir ist es egal, was sie denken. Das würde ich niemals sagen. Ich persönlich würde sagen, das WWE-Universum ist mir alles. Das wäre genauso, wenn ich euch jetzt sage, ihr seid alles, weil die Zuschauer, ohne die wäre die WWE zum Beispiel nichts, wenn da keiner zuguckt, keiner im Fernsehen ist. Ohne Zuschauer wäre einfach nichts, was es ist. Deshalb, das Universum ist alles. It's an honor to be recognized by the WWE Universe. I do this for them and no one else. They keep cheering for me, and I'm gonna take them to the top with me. That's how this goes. Perfekt gesagt, Alter. Ich würde sagen, jetzt ist er auch schon direkt bereit hier.
Ja, back to you. There you have it. Back to you guys. Back to you guys. Halt die Schnauze, Alter. Da muss man mal richtig so schön in die Fresse jissen, ey. So, jetzt geht's ran, Freunde. PvP-Kampf. Ich bin mal gespannt, ob es auch der Kampf gegen Finn Balor sein wird. Das wird extrem wichtig werden, Alter. Ich hoffe, wir packen es. So, Sonntag, PvP. Wer wird es sein? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Könnt ihr lesen, was verdammte Scheiße da nochmal steht? 1 gegen 1. Querstrich Titelkampf. Oh mein Gott, Freunde. Der Moment, auf den wir bisher alle gewartet haben. Jetzt gibt's den Titelkampf gegen Finn Balor. Verdammte Scheiße, Alter. Okay, ich würde sagen, wir wählen die Moves von Kalisto aus. Wir haben jetzt insgesamt 11.000 VC-Punkte. Das kostet 10.000. Ich werde jetzt mit den Moves von Kalisto werden wir jetzt in diesen Kampf steigen. Und jetzt, Freunde, jetzt geht's wirklich um alles. Wir müssen einfach gewinnen. Das ist unsere einzige Chance hier. Komm schon, Alter. Wir müssen das packen, Alter. Alles klar, Freunde. Dann bis gleich zum Titelkampf. Okay, der nächste Match ist etwas Besonderes, worauf die ganze Welt gewartet hat. WWE Superstars in einem bitteren Kampf, der heute Abend entschieden wird. Ach du Scheiße, Freunde. Jetzt geht's wirklich um den Titel. So, Freunde. Orlando. FL. Ach du Scheiße, die macht sogar eine Ansage, weil das hier ein Titelkampf ist, ey. Fuck, Mann. Ich bin verdammt nervös. Wir können jetzt nicht hören, was sie sagt. Aber es warten alle auf El Rille. Man merkt es, das Stadion will einfach nur ihn sehen. Sie wollen ihn als neuen Titelverteidiger. Und das werden sie bekommen. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde jetzt so gut wie nichts reden. Und da haben wir ihn auch schon direkt. El Rille. NXT Arrival. Kommt hier in seinem Weihnachtsoutfit an. Junge, Junge, Alter. Komm schon, das muss unser perfektes Weihnachtsgeschenk werden, ja. Uns den Titel mit nach Hause zu nehmen, ey. Fuck. Der NXT-Titel, das wäre schon mal so was Krasses, Freunde. Ich hoffe, wir packen das, Mann. Ich gebe mein Bestes. Aber ich werde jetzt auch nicht viel erzählen, sondern genießt diesen Kampf, konzentriert euch dabei und unterstützt mich seelisch. Alles klar, los geht's. So, NXT-Titel, Alter. Junge, das erste Mal sehe ich diese Animation Championship. Da stehen beide bereit. El Rille, Finn Balor. Und da ist der Titel, um den wir heute kämpfen, den wir heute gewinnen wollen. Okay, Freunde. Oh mein Gott, Alter! Warum ist er heute auf einmal so angezogen, ey? Der war sonst nie so. Oh mein Gott, guckt den euch mal bitte an. Ey, der hat diese Kleidung jetzt, wo er fast auch auf seinem Profilbild hat. Ich glaube, das macht er nur bei Titelkämpfen, Alter. Der ist ja auch im echten Leben, glaube ich, momentaner NXT-Champion. Und immer wenn Titelkämpfe sind, dann malt er sich an in diesen Farben, ey. Ach du Kacke, Mann. Oh shit, jetzt kommen die Moves von Kalisto, Alter. Die habe ich extra ausgewählt. Jetzt wird's richtig geil werden. Können mich auch Rey Mysterio 2 nennen. Ach du Scheiße, auf legendär hier, dieser Titelkampf. Der ist ja schon so immer schwer genug gewesen bei 2K15. Aber bei 2K16 wird das sicherlich noch schwerer. Ja, Freunde, wenn wir verlieren, verlieren wir. Ich zeige euch alle Kämpfe. Ich will jetzt hier irgendwie nicht hier manipulieren und so lange kämpfen, bis ich den Kampf gewinne. Nein, auf keinen Fall. Das wird mir selbst auch keinen Spaß machen. Ich kämpfe einfach bis zum bitteren Ende. Boah, Alter, wie krass deine Kleidung da aussieht, ne? Ach du Kacke, Mann. Einfach so ein Mund an seiner Fresse und... Boah, Junge, komm her. Komm, Kalisto. Oh, shit. Kalisto moves hier. Hau raus, Elrille. Oh nein, komm, gekontert, oder? Okay. Ich darf nicht viel reden, Freunde. Ich muss mich jetzt einfach konzentrieren. Einfach konzentrieren, ey. Komm, Alter, wir können heute Geschichte schreiben. Wir können heute verdammt nochmal Geschichte schreiben. Und er kontert wieder, Alter. Er kontert einfach so viel. Das ist unfucking fassbar, Mann. Das ist unfucking fassbar. Ach du Scheiße, ey. Eieiei, was macht er denn da jetzt mit uns? Komm, wir müssen kontern. Alter, wie schnell der heute auf einmal ist. Siehst du, das meine ich. Beim letzten Kampf war der noch gar nicht so gut. Aber jetzt ist er voll motiviert, der Finn Balor. Guck mal, der kontert fast alles. Wir können nicht mehr kontern. Er genauso wenig. Boah, jetzt müssen wir das ausnutzen, Freunde. Er kann nicht kontern. Und El Rille macht einfach keine Attacke. Ich glaube, das ist die Nervosität, Mann. Ich werde jetzt immer lauter. Ich werde zu laut, Freunde. Eieieiei. Guckt euch mal unser Leben an. Ein Kopf an Kopf rennen hier. Ach du Scheiße, Mann. Ei, du Kacke. Ey, das kann ja was werden. Komm, komm. Komm, wir müssen jetzt kontern. Wir müssen genau jetzt kontern. Das ist sehr wichtig. Oh mein Gott, Alter. Wir nehmen uns gerade zu Todes auseinander, Mann. Kontern, wir müssen. Oh, jetzt müssen wir wieder pinfallen. Ja, klar, nicht mit uns, Alter. Das habe ich immer noch drauf und werde nicht verlieren. Das war ein großer Fehler von ihm. Wie schnell man kontern muss, Alter. Ich glaube, das ist sogar jetzt noch schwerer geworden, weil es ein Titelkampf ist. Ey, auf Legende einen Titelkampf zu gewinnen, das ist, glaube ich, schon echt eine Meisterleistung.
Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, bis zum bitteren Ende, wie gesagt. Okay, jetzt halte ich meine Schnauze und konzentriere mich. Du willst auf uns aufspringen. Hallo, aufstehen, Elrill. Warum liegt der die ganze Zeit auf dem Boden? Oh, oh, oh. Ach, zu spät, Alter, nein. Ach, du Kacke. Ich glaube, Finn Balor hat aber auch Angst. Hier. Komm, Alter, Elrill, steh auf, Mann. Steh auf. Und nicht immer dieses Drauftreten, Mann. Der muss doch mal andere Attacken machen. Komm, zack. Zum Beispiel das. Wir müssen unsere Prozentzahl irgendwie aufladen. Komm, Alter, er darf nicht kontern. Und er kontert schon wieder. Das ist unfassbar, wie viel der einfach jetzt kontert, Alter. Hier, kriegst du mal den in deine Fresse rein. Komm, pack ihn dir, pack ihn dir, pack ihn dir. Ach du Kacke, das ist einfach so krass, ey. Das ist sowas von spannend, Mann. Guck mal jetzt. Bam, Kalisto, Alter. Das sind Kalistos Moves, Freunde. Elrill hat trotzdem weniger Leben als der. Dann bringen uns diese Moves einfach nichts. Oh ne, er kontert mal Signature. Oh mein Gott. Ach du Kacke, Alter. Nee, das ist so schwer. Ey, ich glaube, wir können unser Weihnachtsgeschenk nicht perfekt machen, ey. Egal. Einfach konzentrieren, Mann. Ich darf das nicht so negativ sehen. Einfach das Beste jetzt geben. Einfach das Beste versuchen draus zu machen, Alter. Komm. Boah, ich bin so nervös, Alter. Das ist ja schlimmer als hier ein Fatal-Match bei viel FIFA, ey. Das ist so unglaublich, Mann, wie nervös man ist. Obwohl das einfach offline ist. Es ist einfach offline. Aber es geht hier einfach um was, Mann. Wir haben gleich Signature, Freunde. Komm. Ich darf bloß nicht kontern. Schön, Alter, genau so, Alter. Mach schön Fax mit dem Signature, perfekt. Erstmal schnell nachgucken, wie geht der Signature, perfekt. Mistokick, stehen vor Gegner, stehen vor Gegner, stehen vor Gegner, alles klar. Alle stehen vor Gegner. Heb den auf, Alter, heb den auf, heb den auf. Komm, jetzt darf er nicht kontern. Zack, Alter, jetzt gibt's den. Was ist das denn? Boah! Geiler Signature, Alter. Ist den geladenen Finisher hinterher. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er verliert ja kaum Leben, der Finn Balor, Mann. Guck mal, wie wenig Leben der verliert. Komm, zack, und da. Boah, oha. Okay. Er kontert unseren Signature. Unseren Finisher. Oh Gott, Alter. Ja, Mann, wir kontern auch. Perfekt, perfekt. Und jetzt kriegst du den in deine Fresse. Wir müssen den zum Bluten bringen, Freunde. Ich glaube, wenn wir die zum Bluten bringen, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die zum Bluten bringen. Alter, nur noch 19% haben wir und der hat einfach einen Finisher. Und wenn der jetzt seinen Finisher macht, dann ist es so gut wie vorbei, Freunde, Alter. Fuck. Schön, weiter, 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 weiter. Halt ihn am Boden, Alter. Oh ne, er kontert jetzt. Steh auf, schnell aufstehen, Elrill, Mann. Warum bleibt er denn liegen bei sowas? Ach du Kacke, Mann, jetzt, warte. Ja, Mann, ach, zu früh. Ja, Mann, ey, wie kann das sein? Ich hab doch perfekt gedrückt. Oh Gott, Alter, oh Gott, jetzt. Oh mein Gott, jetzt kommt, glaube ich, sein Finisher. Es darf nicht das Ende sein, es darf nicht das Ende sein. Roll weg. Ja, Mann, er springt nicht drauf, weil es zu weit weg war. Schön, Alter, schön, gekontert. Wow, bam, Junge, sauber. Zack, Alter, was geht denn jetzt mit Elrill ab? Der ist wieder im Comeback-Modus, oder was? Okay, ich darf jetzt nicht zu laut werden, Mann. Ich darf nicht zu laut werden. 55%. Komm, weiter, 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 weiter. Zack, bam. Schön, schön, schön. Weiter, weiter. Ach, du Kacke, Mann. Zack, erstmal schön Salto auf den drauf. Boah, sauber. 75%, Alter. Jetzt haben wir mehr Leben als der. Junge, das ist einfach auf legendär, Alter. Merkt ihr das, wie stark der ist, wie stark der ist? Und genau, was ich befürchtet habe. Er kämpft auf einmal besser als am Mittwoch oder am Freitag. Er kämpft einfach besser als sonst. Oh mein Gott, er hat sogar Comeback. Steh auf, Alter. Steh auf, Elrill, Mann. Hau ihn einen rein. Nein. Boah, schön gekontert, Mann. Sauber. Zack, pack ihn dir. Schön, 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 Elrill. Jetzt mach ein bisschen ein paar Faxen hier, Alter. Schön, Alter. Mach einfach einen Rückwärtssalto, Elrill. Noch ein Salto. Jetzt direkt ein Signature. Signature. Bam, da ist der Signature in die Fresse. Bam, Kalisto-Kick. Perfekt. Jetzt darf er unseren Finisher nicht abwehren, Freunde. Bitte, bitte. Vielleicht ist es sein Ende. Vielleicht. Nur vielleicht. Aber was ich nicht glaube. Bitte, er darf ihn nicht wieder kontern, Alter. Komm. 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 Ja, Mann, er kontert ihn nicht. Und da ist der. Boah. Was ein krasser Finisher, Alter. Lass uns nochmal eine Wiederholung angucken. Richtig geil. Vielleicht. Bitte. Ich fasse es nicht, wenn es klappt. Bitte. 1, 2, 3. Das gibt's nicht. 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 Ey, Freunde. Ihr werdet es mir nicht glauben, Alter. Ihr glaubt es mir, ey. Wir haben gewonnen. Wir sind Titelgewinner. Ich werde jetzt nicht zusammenschneiden. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das auf legendär gestellt. Es wird bestimmt jetzt ein paar Hater geben, die sagen, ey, du hast jetzt locker auf Schwierigkeit normal oder schwer oder sonst was gestellt. Ich werde es euch gleich zeigen. Es wird kein einziger Cut jetzt kommen, bis ich im Menü bin und die Schwierigkeit sehe. Aber jetzt, Elrill kann es nicht fassen, Alter. Er kann es nicht fassen. Ey, Elrill ist Titelverteidiger der NXT. Ich kann es gerade nicht fassen, weil es mitten in der Nacht ist. Alter, krass. Ich habe gedacht, der schafft das nicht, Alter. Und dann auf einmal gewinnt er diesen Kampf. Im letzten Moment, Mann. Ohne Witz.
Hey, Enrille hätte nur gepinfallt werden müssen. Das wäre, glaube ich, unser Ende gewesen, Alter. Wir hatten so wenig Leben. Und jetzt schaffen wir es einfach und gewinnen den Titel, Alter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Finn Balor ist ausgeschaltet. Er ist ausgeschaltet. Wir haben es geschafft, Alter. Ich kann es nicht glauben, ey. Freunde, die Folge, Weihnachtsspecial, Titel, ey, wir knacken unseren Rekord von viel Gaming TV. 25.000 Likes. Ey, wenn wir das packen, please welcome my guest tonight. Hey, mein heutigen Gast. Let's talk about what happened out there tonight. Was ist da passiert? How does it feel to pick up that title tonight? Wie fühlt es sich an? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Alter. Ich stelle mich allen Herausforderungen. Ich bin der Härteste auf diesem Planeten. Verneigt euch vor dem Champ. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ja, ich stelle mich allen Herausforderungen. Entweder ich stelle mich oder irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich glaube, Y, das passt einfach zu Elrille. Der ist ja schon eine Legende und will wieder eine Legende werden. Dann machen wir Y. This is just one of many titles that I'm going to own. I know it. I work too hard to be a one-time champ. I'm going for that legendary status, up there with all the greats. And I won't stop until I get there. Ja, genau so sehe ich das auch. Back to you. There you have it. Back to you, Cole. Ach, krass, Alter. Wie gesagt, Freunde, ich mache jetzt keinen Cut. Das läuft jetzt alles hier live. Seht ihr das? Das ist alles live. Ist kein einziger Cut drin. Ich zeige euch, dass es auf legendär war. Aber ich hab's gepackt, Alter. Krass. Ey, das ist so schwierig auf legendär, Alter, aber wir haben es einfach gepackt, Mann. Wir haben es gepackt, Freunde, ich fasse es nicht, ey. Ja, ich würde schon mal sagen, genießt noch den Weihnachtsabend mit eurer Familie und die nächsten Weihnachtstage auch, Weihnachtstag 1 und 2, den 25., den 26. Ich genieße den Abend auf jeden Fall mit meiner Familie und dann irgendwie gegen 11, 12 Uhr werde ich mal mit anderen Kollegen oder so in die Stadt gehen oder irgendwas. Ich schaue einfach mal, aber auf jeden Fall davor wird den ganzen Abend der Tag mit der Familie genossen. Und dir Glückwunsch, du kannst jetzt im Hauptroster auftreten und um alle Championships kämpfen. Viel Glück da draußen. Ach du Scheiße, Alter, krass, wir können jetzt ja... Oh mein Gott, guck mal, da hat er den Titel. Seht ihr das? Dein Rang ist gestiegen. Guck mal, wir sind einfach Nummer 1, wir sind jetzt hier der Titel. Ey, krass, Mann, wir haben es gepackt, Mann, wir haben es einfach gepackt und jetzt können wir hier uns den anderen Herausforderungen widmen und das werden wir uns alles bei nächster Folge schön in Ruhe anschauen. So, was kommt jetzt? NXT Moveset von Finn Balor haben wir freigeschaltet. So, jetzt gibt es ja den nächsten Kampf. Oha, ach, und beziehungsweise Finn Balor hat sich verbessert, die Rivalität ist vorbei, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal direkt zurück. So, jetzt können wir hier sehen, jetzt können wir hier, oha, ein Match des Abends. Oha, okay, zum Glück normales Match, aber... Er hat eigentlich ein Recht, Finn Balor, auf einen Titelrückkampf, genau wie Wladimir Klitschko. Aber darum machen wir uns erst in der nächsten Folge Sorgen, Freunde. Erstmal will ich euch jetzt hier zeigen, Charakter, Eigenschaften. Nee, das waren nicht Eigenschaften, sorry. Guck mal, da kann man einfach nichts aufrüsten. Wir haben gar keine Punkte bekommen für diesen Sieg. Guck mal, wir haben, ey, TP voll wenig. Wie kriegt man TP-Punkte am schnellsten, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Guck mal, ich kann fast gar nichts aufrüsten. Normalerweise, wenn wir einen Titel gewinnen, kann man hier voll viele Sachen machen. Aber jetzt geht das irgendwie nicht. Vielleicht müssen wir dafür irgendwas kaufen. Aber jetzt guckt euch das an. Optionen. Hier, genießt es. Schwierigkeitsgrad legendär. Wenn man nach rechts geht, kommt leicht. Normal, schwer, legendär. Legendär ist einfach das Höchste. Und wir haben damit den Titel gewonnen, Alter. Krass. Alles klar, Freunde. Würde ich sagen, was an dieser Stelle hier von dem kleinen Weihnachtsspecial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, es war eine richtig geile Folge. Wenn nicht sogar die beste bisher überhaupt. Und ja, wie gesagt, wenn wir die 25.000 Likes schaffen, würde mich das unnormal freuen, Alter. Auch wenn es jetzt ein bisschen like-geil ist, aber trotzdem. Ich will mal gucken, ob ihr es packt, Alter. Fürs Weihnachtsspecial, für den Titel. Alles klar, das war's dann jetzt auch. Euer Übungs raus. Haut rein, macht's gut und ciao!